geht noch nicht mehr. Heute mal eine Lost Place Erkundung der anderen Art. Das riesige Munitionsdepot, das ihr bereits aus einem vorherigen Video kennt. Ja, ich bin einmal mit einem Freund und unseren Mountainbikes hingefahren. Und wir sind einfach mit den Mountainbikes über dieses riesige Gelände gefahren, weil man sich das da einfach viel besser anschauen kann, als wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ja, ich habe die GoPro einfach auf meine Brust geschnallt und nehme euch so ein bisschen auf der Fahrt durch das Depot mit. Ja, so schnell ist der Spaß wieder vorbei. Es waren jetzt 19 Bunker. Die Abfahrt in die Richtung ist mehr. Also ich glaube, ich will jetzt bis runterfahren, wo diese Holzstelle, also da ist noch so eine Querstraße, und dann mal rechts reingucken. Ja, da ist doch noch was hier. Ach, das hat hier so ein. Dann schiebst du den hier rüber, geht hier oben der Alarmkontakt zu und hier unten kannst du auch ein Schloss durchmachen. Der hat auch schöner Bewuchs. Oh, also meine Ausdauer reicht für 3 Bunker. Scheiße. Das kann so auf der Google Maps Karte sehen, dass das so riesig ist. Da kann man ganz gut die Bunker reinsehen. Wen es interessiert, wie es in dieser Halle aussieht, der schaut sich am besten das Video auf meinem YouTube-Kanal dazu an. Verlassenes Militärgelände Teil 3. Das werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Das war irgendwie zu Fuß viel weiter. Ach cool, da ist doch so ein Augenwaschbecken noch. Das habe ich mir wirklich letztes Mal wieder nicht genau angeguckt. Und hier links ist der Uhu drin. Bist du noch da? Jetzt kann ich das mir auch mal angucken. Gebäude, Ringleitung. Bestimmt auch fürs Löschwasser, oder? Da hat er alles voll gekackt, der Uhu. Das ist echt ein Uhu, das ist kein Kauz, das war ein Uhu, das ist ein Riesenvieh gewesen. Boah, jetzt quietscht mein geschwitzter Arsch. Hier irgendwo. Ja, von hier bin ich gekommen, von da aus dem Wald. Da ist ein Loch im Zaun, großes. Das wollte ich aber nicht mit dem Fahrrad machen. Das ist schön, so müsste die ganze Zeit sein. Ich hab auch die Schnauze zu legen bei den ganzen Dingern da. Da ist der erste. Der ist von der Grundfläche so groß wie die flachen. Der ist nur höher. Der ist auch 18 x 12. Hier war es die 22.
glaube, der ganz unten ist die 13. Also kommen noch ein paar hier. Schon irgendwie risky, das Handy da gerade in voller Fahrt rauszuholen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch beim Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir auf der Tour. Es war einfach mega geil, die Abfahrt, die Bunkerstraße entlang, unbeschreiblich cooles Gefühl. Ja, wenn euch gefallen hat, wenn ihr mehr zwischendurch Eindrücke sehen wollt, dann folgt mir auch gerne auf Instagram, robertolos.adventure. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Läuft immer noch. Hallo.